12.11.2023. Der Filve ist heute halb so nett. Auf der Ostschleife der Nordeifel Trail Tour. Heute gibt es keine Mitläufer. Dann schauen wir uns mal an, wie die Strecke in diesem Jahr aussieht. Ja, solange der Friedwald sich nicht bis hierhin ausdehnt, bleibt der alte Weg so schlecht, wie er momentan ist. Müssen wir auch ausnutzen. Das erste der gefürchteten mit Asphaltstücken. Jo, damals zu unserer Zeit, da konnte man hier auf der Gleise noch entlang gehen. Alles zugewachsen mittlerweile. Hier hat sich einer um uns gekümmert. Einerseits ist das Gras wunderbar kurz gehalten und es gibt sogar Verpflegung. Ganz frische Verpflegung. Aber nach 2,5 Kilometern brauchen wir das ja noch gar nicht. Also gutes Zeichen, an unserer Trailrunner-Treppe haben wir es mal nass im Graben. Ja, die kurze Querfeldein-Abkürzung. Ziemlich verwachsen. Hätte ich Gäste dabei, hätte ich mir den Kompass eingesteckt für alle Fälle. Aber wir machen das wieder frei Schnauze und gucken mal, wie nah wir an unseren Zielpunkt rankommen da hinten. Da ist die Birke, aber wir haben auch heute Sonne, die durch die Wolken scheint, was uns den Verzicht auf den Kompass hier erleichtert. Da sehe ich schon den Weg. Das ging schnell heute. Und ich glaube, da ist auch genau die Kreuzung, die ich angepeilt hatte. Jawohl, perfekt getroffen. Nun müssen wir da jetzt noch los, ne? Ja, das letzte Stück, wo sich die Reiter und Radfahrer nicht mehr so richtig hintrauen, ist ganz am Ende auch ein bisschen Arsch zugewachsen. Aber wie immer sehen wir zu, dass wir möglichst lange hier auf dem alten Reitweg bleiben, bevor wir, ne, da ist die Spur ja noch zu sehen, bevor wir auf den breiten Weg wechseln. An dem Baum kann ich mich in seiner Konkretizität jetzt nicht erinnern. Ich glaube, der ist neu. Das Pfeifen galt dem Hund, nicht mir. Aber der Pfiff signalisiert trotzdem, dass jetzt unser Parallelweg hier endet. Und ja, wir haben schön viel Wasser heute in den Gräben. So, was haben wir? 5 Kilometer, dreimal nasse Füße. Eine gute Quote. Oh, gucke mal, frisch neu asphaltiert, extra für uns. Das ist ja schon der 6. Asphaltabschnitt, der über eine Straßenquerung hinausgeht. Also von wegen, meine Trails wären so wahnsinnig extrem
alles halb so wild. Das ist ja nett gemeint, aber ich hätte es auch so gefunden. Das siebte und wie ich glaube letzte Asphaltstück. Na komisch, hier JWD, wo kaum ein Mensch lang fährt, wird das Ding neu gemacht. Aber guck dir mal die Ortsdurchfahrt Schevenhütte an. Gruselig. Ja, das war letztes Jahr noch frisch. Jetzt hat sich wo der Weg gebildet? Auf dieser Seite. Aha. Wunderbar. Der ist wieder hergestellt. Der Pfad. Wanderweg 4. Nichts Außergewöhnliches. Außer, ja, siehst du, da ist eine Markierung. Aber die gehen da, weil sie Angst haben, dass hier nass sein könnte. Ja, heute ist es angenehm schlammig. Ups. Ja. Schöne Aussicht, schönes Wetter schon heute. Na, guck mal, auch hier für den Otto Normalwanderer hat man ein bisschen Abwechslung hingelegt. Sehr aufmerksam. Jetzt müssen wir tapfer sein. Hier ist gemäht worden. Ah, das schöne, holprige, hohe Gras. Alles gemäht. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass wir satte 7 Asphaltabschnitte auf der Schleife haben, ne? Also alles halb so wild, ne? Wenn im November der Ginster blüht. Also ich glaube, der Weg ist richtig schön geworden. Wow, steht das jetzt hoch hier. Beruhigenderweise ist noch eine Spur zu erkennen. Das gibt Hoffnung, dass da noch einer geht. Und wir auch im nächsten Jahr hier noch durchkommen. Dornengestrüpp. Jetzt ginge es hier auf das Verbindungsstück. Noch auf breitem Weg ein Kilometerchen bis rüber zur Landstraße und dann die paar hundert Meter, 200 Meter Trail zum Parkplatz. Aber ich bin fit. Das Wetter ist schön. Ich bleib noch auf der netten Strecke und hänge noch ein paar Kilometer dran. Oh, Bummer. Der Wildwechsel ist verschwunden. Da gehen wir unten rum. Vielleicht kommen wir da. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Jetzt hat das Wild sich hier einen wunderbar flachen Weg getreten. Kein spektakulärer Graben mehr. Kleine Preview aufs nächste Jahr, wenn diese Westschleife hier ansteht. Hier unten kann man es noch ganz deutlich sehen, der Hohlweg hier, die alte Wegführung. Der Mittelteil ist seit der Rodung komplett untergegangen. Wir müssen also ein Stück weiter im Wald uns halten, bis wir wieder oben auf die vorhandenen Fahrspuren kommen. Und seit nach der Rodung die Sonne hier so reinscheint, ist das hier drin auch nicht mehr so einfach.
Nee, der neue Bewuchs, der bringt uns ein ganzes Stück von der Streckenführung weg. Einen kleinen Bogen mehr. Das ist einfacher, als sich da durchzuwurscheln. Ja, ich glaube, das wird die neue Streckenführung mit abgestorbenem Baum. Oh, wei, oh, wei. So ist er das. Also ein ganzes Stück weit von der Originalfahrspur weggekommen. Aber das ist im Endeffekt einfacher, als sich durch das Jungholz zu kämpfen. Der Weg ist wieder in dem Zustand, wie er vor den Holzforstarbeiten war. Mal gucken, heute könnte es hier richtig schön nass sein. Ja, das war die letzten Jahre immer relativ trocken. Heute kann man ohne größere Umwege den Matsch nicht umgehen. Das gefällt mir, so kann das nächstes Jahr auch sein. Für die, die immer Fake News geschrien haben, wenn ich gesagt habe, diese Schneise ist ein Weg, das ist der Beweis. Wenn hier kein Weg wäre, würde auch keiner den Baum freisägen. War das vor, was war das, 1, 2, 3 Wochen, als wir hier durchkamen? Nee, ne? Eine neue Verfeinerung. Ja, das sieht frisch aus. Ach, die Gartenmauer vom Kloster beschädigt durch Baumwurf. Ach du liebe Zeit. Kulturdenkmal in Mitleidenschaft gezogen. Furchtbar. So, Schluss mit den Nettigkeiten. Das war ja bei meiner letzten Meruder Waldrunde der erste Fehlversuch, den gewissen Weg zu finden. Aber am Ende von der Freifläche zeigt mir Google Maps einen Weg nach links an. Ja, will ich doch jetzt mal gucken, ob der tatsächlich da ist. Als Verbindung zu dem Weg, den ich da hinten eigentlich meinte. Ob es das wirklich gibt, was Google mir da erzählt. Boah, sind hier viele Pilze. Die ganze Wiese voller Pilze. Aber in die Richtung, nee. Ich glaube, da habe ich recht und Tante Google lügt. Hier ist zumindest keine richtige Spur zu erkennen, außer vielleicht Wildwechsel. Wir können ja trotzdem mal in die Richtung. Da kommen wir ja dann auf jeden Fall auf den Weg, den wir wollten. Hier könnte vielleicht mal ein Weg gewesen sein, aber ja, mit ein bisschen Fantasie tue mal so, als ob das hier ein Weg wäre. Ja, zwei Möglichkeiten. Entweder hat Google gelogen oder ich habe mir was völlig Falsches eingeprägt oder mich jetzt falsch erinnert. Aber vielleicht ist das da als Hohlweg gemeint. Die Richtung ist jedenfalls richtig. Nee, ist der hier. Verliert sich alles. Naja, da ist die Freifläche, da kommen wir wieder auf den Weg, den wir wollten. Nee, ganz so weit war es gar nicht. Hier kommt schon was. Ja. Das ist der, der ich ursprünglich wollte. Da vorne machst du jetzt den Knick nach links. Und Google wollte mir weismachen, das ist, ja, da könnte mal ein Weg gewesen sein. So viel gestehe ich Google zu. Aber da ist so jetzt
keinen Weg mehr. Haben wir das zumindest mal verifiziert, ne? Wissen wir Bescheid. Abgesehen von der kleinen Erkundung war ich bis jetzt auf der Westschleife noch. Und im Grunde bleibe ich es auch, auch wenn ich jetzt den Schlenker weglasse. Das sollte dann eigentlich auch reichen für heute. Ja, der Farn steht immer hier, aber dank der Wildschweine heute besonders schön. Ja, die Stelle hat sich auch gewandelt. Wir sind ja ursprünglich mal dadurch auf dem Weg. Inzwischen nehmen wir ja die Route. Schön grasbewachsen. Bald geschafft. Und jetzt bin ich auch langsam ein bisschen arg müde. So, das letzte Trailstück rüber zum Parkplatz. Ja, mit der halben Westschleife hinten dran kommen wir dann auf 33 etwa. So lang bin ich schon lang nicht mehr gelaufen. Aber ja, wenn man einen guten Tag erwischt, dann muss man auch ausnutzen. Und dann eben noch eine Ecke dranhängen, wenn es gerade mal gut läuft.